Aktion der Jungen Union, die wir auch gerne unterstützt haben, weil es Gott sei Dank ja die überwältigende Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner gibt, die zum einen dankbar ist für das, was die Vereinigten Staaten von Amerika ausgemacht haben. Um gegen Grüne und so weiter zu demonstrieren, weil die das Falsche machen. Denn die Amerikaner haben uns so viel geholfen nach dem Krieg. Den einzigen, den ich ausnehme davon, das ist Joschka Fischer. Die wollen genau das, was auch die PDS will. Nämlich? Deutschland verstaatlichen. Wir wollen ein Zeichen setzen für Amerika und für Freiheit auf der Welt. Das Danke, das gilt an den konsequenten Einsatz für Frieden, für Gerechtigkeit auf der Welt. Und eine kleine Position zum Klimagipfel vielleicht? Ich denke mal... Nicht wegen des Klimagipfels. Ja, genau. Wir werden uns bestimmt noch dazu äußern, keine Sorge. Herr Busch ist nicht wegen des Klimagipfels hier. Und deswegen, wir wollen einfach nur herzlich willkommen heißen und Danke Amerika sagen. Müssen wir nicht eigentlich alle gegen Saddam Hussein und Massenvernichtungswaffen demonstrieren und nicht gegen die Amerikaner? Ich habe das nur mitbekommen, dass er uns um Hilfe beten tut, zum Beispiel wie Ben Laden und Co. und die ganzen Terroristen. Und da sage ich also auch gnadenlos, hier muss man da vorgehen, keine Verhandlungen. Und wie gesagt, gnadenlos muss man so eine Leute niedermachen. Sie sollten sich fragen, wem verdanken Sie denn dieses Demonstrationsrecht? Das verdanken Sie den Vereinigten Staaten. Ich stimme mit euch Demonstranten nicht überein. Aber Amerika wird mit all seiner Kraft dafür einstehen, dass auch ihr eure abweichende Meinung sagen könnt. Und dabei bleibt es, meine Damen und Herren. Ja, ich bin hier, um zu demonstrieren, dass hier nur Chaoten auf der Straße sind hier in Berlin von den Grünen und von der PDS und auch von der SPD. Und dagegen demonstriere ich heute hier. Das ist klar, dass man dann auch Afghanistan angreifen muss. Und es ist auch klar, dass man auch Irak angreifen muss und dann auch noch andere Länder. Sind alles Asoziale und die sollen arbeiten gehen und hier nicht demonstrieren. Es ist ein Skandal. Es ist ein Skandal, dass Leute, Kommunisten und PDS und linksextreme Autonome hier auf der Straße stehen und wir uns hier zurückziehen müssen in so eine Seitenstraße, um für die Freiheit zu demonstrieren. Seid aber nicht sehr viele, ne? Aber es ist ja viel Fernsehen da und dann wird die ganze Republik, man sieht ja schon, dass sich die Leute nicht mehr auf die Straße trauen, vor lauter linksautonomen Chaoten sich nicht auf die Straße trauen, um für die Freiheit zu demonstrieren. Vielen Dank. Von der Jungen Union, von dem Sympathisantenkreis Junge Union Friedrichshain-Kreuzberg. PDS-Chaoten und grüne Asoziale. Die sollen alle arbeiten gehen und sich hier nicht die Straße blockieren.